Willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Und das Update ist gerade fertig. Ihr seid pünktlich. Das Update ist gerade installiert. Glück gehabt. Geht schon gut los. Also wir hatten ja beim letzten Mal Poison Ivy gecached. Und ja, dann würde ich auch sagen, also ich glaube zumindest, dass wir, ey, der Typ hier rechts unten, ne, der sieht so ein bisschen aus wie Vaas aus Far Cry 3, aber nur wegen dem Iro. Die haben hier Dickfett-Besprechung, ist klar. Die Stadt liegt in Schutt und Asche. Die sollten das auch ganz dringend machen. Ich werde euch mal einen kurzen kleinen Rundgang hier zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man da schon hin kann. Es gibt nämlich hier so eine Aufbewahrungsstätte für Gadgets, die Gegner von Batman hatten. Also zum Beispiel die Maske von Black Mask oder so. Ich glaube, das ist hier sogar. Okay, warte mal, das ist noch leer alles. Okay, das ist. Ach so, das ist auch noch verriegelt und so. Also das. Oder bin ich jetzt blöd? Ach, hier ist der Shit. Oh, da wäre ich beinahe drauf reingefallen. Hier haben wir zum Beispiel Harley Quinn, Black Mask. Und natürlich kann man sich dazu auch noch ein bisschen was anhören. Das werden wir vielleicht auch noch mal. Haben wir hier irgendeinen, der interessant sein könnte? Killer Croc, Ra's al Ghul. Wer könnte denn interessant sein? Machen wir mal kurz Bane. Teddybär und ein Kanister Titanrezeptur gehört Bane, alias Unbekannt. Wir mussten Bane nach dem Arkham City Desaster gehen lassen. Der war ohnehin total fertig. Starke Titanentzugserscheinung. Meine Meinung? Er macht irgendwo einen Entzug und wird stinksauer sein, wenn er wiederkommt. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, falls ihr noch irgendwen anders hören wollt oder so, schreibt es mal in die Kommentare, dann können wir uns auch ganz gerne mal einen anderen anhören. Jetzt werden wir allerdings erstmal weitermachen. Ach so, diese grünen Fragezeichen, das nehme ich mit, wenn es da ist. Wenn es nicht da ist, nehme ich es nicht mit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt hinter jedem Fragezeichen hinterherlaufe. 100% Run, Verantwortung kommt nicht viel. lieber Wir sind nicht. hier auf uns gestellt. Sieh mich auch. Scheiß Bürokraten. Wir sind jetzt allein. Wir schaffen das, Jim. Was gibt's Neues? Es gibt Vorfälle überall in der Stadt. Cash, eine Zusammenfassung. Na schön, sehen wir mal. Zuallererst, wir haben den Kontakt mit den Feuerwehrleuten der 17. Wache verloren. Wir haben ihre letzte bekannte Position, aber allein überleben sie da draußen nicht lange. Dann ist da etwas Merkwürdiges. Leichen sind aufgetaucht. Und wir konnten uns vor der Evakuierung nicht darum kümmern, aber die Forensiker sind fast durchgedreht. Üble Sache. Dann haben wir den Riddler mehrmals beim Bahngelände rumschleichen sehen. Wie wir den Kerl kennen, führt er etwas im Schilde. Ich weiß, du bist beschäftigt. Aber wenn du uns hilfst, wird das Leben retten. Keine Sorge, Jim. Ich habe jemanden auf Scarecrow angesetzt. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Ein paar Leute durchkämmen gerade Also, den hier Süden. können wir jetzt in die Missionsauswahl gehen. Das wird nachher auf jeden Fall noch mehr. Das ist noch relativ wenig. Ich denke mal, wir werden hier direkt mal Im Westen von beim Gotham. Ich Riddler werde mir den anfangen. Riddler schnappen. Einfach weil das direkt am Jetzt nächsten sind ist. wir Das in habe der ich in meiner privaten Zocker-Session auch Ja, gemacht. armes Da bin ich halt Schatzi. immer Er zu wird mich dem am gegangen, Leben halten, was wenn er erfährt, was er in diesem am Dach. nächsten Hey, ist. Auch Batman! das mit den Sind es Streifen hier Scarecrows, am die er Boden, erwischt? dass du genau Ach, weißt, so, wo du man hat lang dir den musst und Grund so. losgebrochen. Das ist bei Er hat Arkham Bane Asylum für ja dich auch schon. gescannt. Dich und Also all das ist deine ein Freunde. Indiz dafür, dass es wieder so in dieser Arkham Asylum Richtung geht. Hat mir sehr gut gefallen. Damals Arkham Asylum. Ich meine, Arkham City war auch noch cool. Ganz schön aufgerüstet. Aber ich Die finde, das Wachwache hier sitzt in ist einer schon das Wachkommandobrücke. bessere Arkham City. Schick. Geh nicht Damals zu haben nah sie ran. versucht, so ein bisschen was Wir müssen schnell umzusetzen. weg. Guten Abend, Das Mr. ist denen nicht so Wayne. ganz Ich hoffe, gelungen, Ihr aber Wagen hier entspricht Ihren hohen kaufe ich es denen Erwartungen. voll ab, diese Genau Stadt. genommen, Lucius. Mit dieser Das ganzen Ding ist das. Gewalt, mit jedem Ich einzelnen dachte nicht, Gangster, dass Sie der so da etwas sagen würden. versucht, Geben Sie mir sein einen Moment. Ich Imperium bringe den aufzubauen. Nachbrenner online. Da
Also hier können wir übrigens ein bisschen so eine Art Nitro, ne? Nachbrenner halt. Und dann machen wir uns erstmal auf den Weg. Ups. Ups. Wir sind hier schon direkt falsch abgebogen anscheinend. Achso, hier müssen wir... Ah, okay. Ja, die Steuerung ist ein bisschen tricky. R2 ist hier halt Gas geben und L2 ist leider nicht bremsen, sondern Viereck ist bremsen. Ja, ich bin es, dein gefürchteter R2 ist der Riddler. Glückwünsche sind angebracht. Du bist nämlich sehr zeitig angekommen zur nächsten Generation meiner Rätsel. Ich fürchte, die genauen Details meines Plans müssen für den Moment im Dunkeln bleiben. Nein, ich sehe aber kein Problem, deinen unbedeutenden Schimmer von Initiative mit einer winzigen Vorschau zu belohnen. Einem Vorgeschmack auf das Kommende, wenn du so willst. Wenn du so willst. Wenn du so willst. Der Riddler, sind wir schon fertig mit Schnacken. Und dann wirkt es ein wenig so, als wenn das Bild hängen würde. Aber okay. Ja. Ich weiß schon, was das hier ist. Mit entsetztem Unverständnis auf einen von mir eingestellten Mechanismus, der auf einen extrem präzisen Radar-Impuls reagiert. Gleich gebe ich dir den Entschlüsselungscode, dunkler Retter. Aber vorher müssen wir die Grundregeln für die heutigen Festivitäten durchgehen. Erste Regel. Was? Du hast. Kann ich sagen, das wird jetzt ein wenig. Tricky. Gut gemacht, gut gemacht. Willkommen auf meiner Rennstrecke, Detektiv. Du musst drei Kurse diese Herausforderung beenden. Und jeder einzelne hat ein Zeitlimit. Na los, Detektiv. Testen wir doch mal dieses groteske Ego. So, los geht's. Wir haben den Riddler-Code entschlüsselt und können jetzt mit Kreis einfach immer die ganzen Türen öffnen. Und ich befürchte, dass ich das ein oder andere Mal auf die Fresse kriege, indem ich hier irgendwo gegenfahre oder irgendwas auf mich draufballe. Oh shit, oh shit, das war vielleicht... Nee, das reicht. Gut, gut, gut. Ah, da geht's schon los. Da geht's schon los. Wir müssen hier an der Wand lang brettern. Das ist ganz cool. So ein bisschen auch Man in Black mäßig. Da gab's das nämlich auch, dass man im Tunnel... Ich weiß gar nicht, welcher Film. Der erste, glaube ich. Und jetzt kommt der Jump. Und bam. Aber die Idee ist auf jeden Fall richtig geil. Und zack. Bisschen Gas geben hier. Das macht auf jeden Fall Fun. Natürlich ist es so, wenn man die Mission zum ersten Mal zockt, muss man sich da erstmal so ein bisschen reinschwimmen. Ah, scheiße. Oder auch beim zweiten Mal immer noch reinspielen. So, das funktioniert. Ich meine, er ist, glaube ich, auch sehr großzügig. Ich glaube... Oh, shit. Da habe ich ein bisschen zu früh hochgezogen. Ich glaube, es passiert... Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt verkacken kann. Weil normalerweise startest du immer noch mal in der letzten Runde oder so. Und dann gibt er dir noch mal die Zeit, damit du das irgendwie schaffst. Aber werden wir ja gleich mitkriegen, die Zeit läuft. Und ihr seht schon, es wird immer ein wenig schwieriger. Jetzt können wir schon gar nicht mehr rechts rumfahren, glaube ich. Zack. Ah, shit. Nein! Ah! Okay, 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 okay. Noch läuft's ja einigermaßen. Ich meine, ein wenig tricky hier alles, aber es funktioniert. Noch. Ja. Und 20 Sekunden laufen. Okay, okay, okay. Und in der Luft. Und nochmal. Gut. Yeah, man. Finish. War ganz in Ordnung. Du hast mich besiegt. Mich. Ernsthaft, dunkler Ritter? Ich bin schockiert, gedemütigt, völlig geschlagen. Zeit aufzugeben, denke ich. Wie wär's, wenn du jetzt gehst? Jetzt, 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 jetzt.
Na gut. Es scheint so, als wenn wir es im Augenblick gepackt hätten. Okay, er lässt mich anscheinend wieder gehen. Also wenn man die Mission das erste Mal zockt, ist es ein bisschen tricky. Natürlich nicht. Dennoch danke für dein unermüdliches Geltungsbedürfnis. Ich konnte dadurch hunderte Terabyte an Leistungsdaten über deinen neuen Raketenleichenwagen sammeln, den du fährst. Selbstverständlich nutze ich die Daten, um zukünftige Tests anspruchsvoller zu gestalten. Wir sehen uns bald, Detektiv. Das ist noch nicht vorbei. Nicht vorbei. Und das Bild hängt wieder. Also wie gesagt, das ist ein bisschen tricky, wenn man es das erste Mal zockt, aber man gewöhnt sich da dran und es macht nach einer Zeit Fun. Man muss natürlich erstmal klarkommen mit diesem Batmobil. Und dann geht's direkt in die Missionsauswahl. Und jetzt gucken wir mal, was am nächsten ist, die Hauptmission. Scarecrow. Danach das mit den Feuerwehrmännern und dann diese Leichen. Die Mission habe ich übrigens in meiner Zocker-Session noch nicht komplett absolviert, also ich bin ja durch die Hauptstory schon durch und ich glaube, hier bin ich auch noch nicht weiter und hier auch nicht, fällt mir gerade auf, aber nachher kommen noch ein paar andere Missionen, die habe ich alle schon größtenteils erledigt, aber darüber schnacke ich denn ein anderes Mal. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's ab zu Scarecrow. Und dann hoffe ich mal, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.